So, ein wunderschönes Willkommen zurück zu einer weiteren Folge MyTest. Auch übrigens, weil ich gefragt hatte, warum eigentlich schon wieder MyTest. Ich habe doch erst 16 Folgen aufgenommen. Wie gesagt, ist mir völlig egal. Ich nehme versuchsweise immer das auf, was dran wäre. Aber da ich jetzt gerade halt wirklich Bock auf MyTest habe, ist jetzt halt nochmal MyTest dran. Gibt es halt 32 Folgen an einem Stück und nicht nur 16 Folgen. Ist mir scheißegal. Egal. Wie gesagt, hier können wir gucken, ob wir hier wirklich nur auf 2 breit gehen. Macht wahrscheinlich schon Sinn. Weil wenn wir die Anlage hier verbreitern, wir kriegen die Anlage um 1, 2, 3. Denk ich jetzt richtig? Genau, der ganze Konstrukt kommt 1 zu 1 hier hinten hin. Das heißt, die Anlage wird genau um 4 Blöcke erweitert. Ey, dann wollte man ja genau 5 Stück hin. Er meinte doch, 5 Stück reichen aus für 2 Dinger, ne? La 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 la, Stackways, deine Mutter, dein Vater, alle anderen und so weiter und so fort. Immer schön, dass mich hier alle beleidigen. Ich habe keine Ahnung. Da, parallele Anlage, zusätzlich Nachverarbeitung, Blöcke, eine komplett Zentrifuge, andere Ehe liefert, Batterien, futtern, zusätzlich Erze. Ich nicht schlimm, Breaker, bei mir Stabs bringen. Außerdem, ich Behälter, CNC, wo ist denn das? Hätte doch hier irgendwo hingeschrieben. Achso, ich brauche bei 2 Notebreakern 5 Siebe. Dann machen wir es doch so. Let's go. Dann klatschen wir die Dinge also doch nicht ganz in die Ecke rein, sondern wir machen hier hinten noch eine richtig schöne Glaswand hin. Ungefähr so. Dann kommt hier die bei Nordbreaker hin. Und dann kommt hier eine Glaswand hin. Das ist auch die, die hochgezogen wird. Ey. So. Nee, das ist falsch. Hier. Wobei ich mich jetzt auch nicht hier zubauen darf. Hier hinten kommt das Mesesignal lang. Das muss das, was zu den Notebreakern geht. Die Frage ist ja sowieso, wenn er sagt, dass 2 Notebreaker für 5 Siebe reichen, bei welcher Geschwindigkeit arbeitet er? Weil wir haben ja hier so ein variables Ding, was wir aktuell auf 1 Sekunde laufen lassen. Das heißt, wenn er jetzt das Ding hat, was diese Standardblume zum Beispiel, die 3 Sekunden hat, oder er die hat und die auf 10 Sekunden eingestellt hat, dann kann es ja sein, dass nicht immer jeder Block sofort abgebaut wird, die Anlage also insgesamt langsamer läuft. Naja, egal, ob es passt oder nicht. Wie gesagt, wir haben ja hier diesen Buffer drinne. Das heißt, wir lassen diesen Buffer auch drinne. Auch wenn er jetzt eigentlich nicht mehr gebraucht wird, lasse ich ihn trotzdem einfach drinne. Und dann haben wir für den Fall, dass es auch nicht so ganz 1 zu 1 passt, immer noch genug. Komm, ich mache hier vorne doch schon mal zu hier. Das geht mir gerade ein bisschen auf der Eier. So, eigentlich müsste ich das hier eins weiter hoch machen, ne? Das muss auf der Ebene hier sein. Das heißt, du kommst weg und du kommst weg. Genau. So, jetzt müssen wir überlegen. Hier unten kommt das Wasser. Ich habe zu viele Sachen schon wieder hier im Inventar. Heilige Scheiße. Nein, doch, genau. Hier unten kommt Wasser hin. So ist richtig. Gut, ich könnte jetzt natürlich hier unten auch Glas hinmachen, damit wir hier hinten. So. Ach nee, halt. Was? Auf der Ebene kommt noch die Notebreaker hin. Ich schon wieder. Das heißt, das Mese muss unten lang laufen. So. Jetzt brauche ich zweimal Lava noch. Lava mal nicht. Danke, danke. So, dann spielen wir mal wieder ein bisschen mit Lava rum. Kann ja nichts schief gehen. Überhaupt nichts so. Ich meine, eigentlich kann wirklich nichts schief gehen. Hier dürfte nichts Brennbares dabei sein. Und wir haben eine Rüstung an. So. Egal. Ich mache mal hier oben Glas hin, damit die Lava nicht unkontrolliert in alle Richtungen fließen kann. Und eigentlich müsste jetzt, wenn ich jetzt.
da und da müsst ihr jetzt direkt erstarren. Genau. So, jetzt komme ich aber natürlich an die Position nicht mehr ran. Wobei, doch, muss funktionieren. So. Oh, warum hat das Ding jetzt zur Seite gedreht? Ist der dumm? Wie? Aha. So geht's. Und der wird doch verbunden, genau. Jetzt kommt da ein Werkzeug rein. Und hier nochmal. Ja, der hat jetzt wieder ganz anders gedreht. Alter, du willst mich gerade verarschen hier. Das ist doch nicht wahr. Dieses Wassergeräusch geht mir gerade echt hart. Ach, hä? Achso, hier oben. Vorne fließen. Ich wollte gerade sagen, wieso ist überhaupt Wassergeräusch? Wassergeräusch ist nur bei fließendem Wasser und hier fließt eigentlich gar kein Wasser. Aber doch, hier vorne fließt Wasser. So. Jetzt ein bisschen Ruhe hier. Das ist ja schlimm. Verdammt, denn das Wasser ist zu nah. Egal. Ist zumindest wesentlich leiser jetzt. So, kann ich das einfach so hinbauen? Ja, okay, das klappt. Und dann da auch ein Werkzeug rein. Warum ist das eine hier abgenutzt? Egal. So, jetzt müssten beide fertig sein. Genau. Das heißt, ich mache jetzt noch, damit es ein bisschen schöner aussieht, hier auch noch Glas hin. Ja, genau. So, jetzt muss ich unten wieder aufmachen. Beziehungsweise hier unten kommen dann nämlich diese meinen Dinger hier hin. Ja. Danke dafür. Perfekt. Mhm. Jupp. Verstehe ich. Ja. Genau meine Rede. Mhm. Mhm. Leg mich am Arsch. Oh, Hanni, die kommen hier vorne hin. Hä? Wait, what? Habe ich die Anlage eins weiter hinten gebaut? Oh ja, habe ich. Verdammt. Ja, so ist natürlich hässlich. Ach, scheiße. Das ist ja unangenehm jetzt. Ja, das ist ja unangenehm. Das ist ja unangenehm. Na gut, die kann ich natürlich jetzt nicht einsaugen. Einbixern. Gut, ich mache erstmal kurz die Lava weg. Ach, scheiße, die fand an. Oh. Danke. Danke. So, zuallererst die Lava weg. Das ist der Wichtigste. Denn das Zeug kann böse werden. Ja, dann aufpassen, dass ich hier nicht wieder irgendwo reinbaue und dann wieder Cleanstone brauche. So. Das heißt, die müssen doch bei der 1 nach vorne kommen. Dann war das hinten mit dem Mese nämlich doch richtig. Kommt nämlich auf die Höhe des Mese und davor kommen die beiden Notebreaker. So macht das Ganze voll Sinn. Ja, so muss das sein. Okay. So, das heißt, dann kommt jetzt Glas, 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 Glas. Glas, Glas, Glas. Ist doch Glas klar. So, hier kommt auch überall Glas hin. Hier vorne eigentlich auch, aber wobei hier vorne, hier muss offen bleiben. Also kommt nur bis hier Glas. Ist aber so blöd, dass man, wenn man hier durchguckt, nicht sieht, dass hinten auch noch ein Glasblock ist. Das ist irgendwie ein bisschen nicht irritierend, aber man muss nochmal nachgucken, ist da jetzt wirklich Glas hinter? Ja, da ist Glas hinter. Das ist ein bisschen traurig. So, hier muss Glas. Hier vorne kommen die beiden Rohre hin. So und so, genau. Dann kommt hier das Wasser hin. Perfekt. Und dann kommt dort drüber direkt die Lava. Das heißt, ich kann hier schon mal zumachen. Achso, das ist Kabel. So, jetzt dürfte eigentlich nichts passieren können. Genau, perfekt. So, und ich komme sogar hinten noch an die Maschine ran, um die Werkzeuge reinzupacken.
Das ist auch sehr geil. Ja, so ist doch viel besser. So ist das doch viel, viel besser. Ja, so ist die Anlage gut. So, da noch Glas, hier noch. Ich lasse das mal Glas mal hier mal weg, ganz ehrlich. Scheiß drauf. Genau, dass ich das hier auch weglasse. Vielleicht sieht es so besser aus, ich weiß es nicht. Sieht so besser aus, überhaupt nicht. Ich lasse das mal so. So, wir brauchen natürlich noch wesentlich mehr Pipes. Wir brauchen auch mehr für diesen Sorting Tubes und sowas alles. Ich muss mal ganz kurz gucken hier. Was haben wir denn noch so alles für Tubes? Halt. Tubes. Ah, wir haben davon noch ein paar. Sehr gut. Aber diese komischen Sorting Tubes haben wir keine mehr, wie es aussieht. Ne. Was ist du? Detecting? Nope. Ah, zwei haben wir immerhin noch. Reicht bei weitem nicht aus. Wir brauchen, glaube ich, genau, wir bräuchten vier. Das heißt, es muss ich gucken. Ach so, siehst du? Scheiße. Weil dann bräuchten wir hier Sorting Tubes. Das heißt, wir müssen die eh nach hier hinten verpflanzen. Ist technisch kein Problem, weil die haben eine relativ große Range. Ich würde es aber natürlich optisch schon schön finden, wenn die beide auch direkt hier sind, wo die Steine droppen. Das wäre halt optisch schon schöner. Aber das können wir so gar nicht machen, weil hier müssen Sorting Tubes rein, weil ja hier die Siebe angesteuert werden müssen. Jetzt sehe ich gerade, das passt sowieso nicht. Die Pflanze hat hier hinten gar keinen Platz mehr. Oder wir packen die auf die Tube rauf, geht ja auch. Gut, das heißt, das müssen wir dann sowieso gucken, wie wir das hier mit der Elektronik dann machen. Ach, kacke die Wand dann. Gut, dann, so. Und dann brauchen wir hier noch eine. Und da eine. Hier auf dem Platz sind, brauchen wir jeweils auch noch eine. Gut, das heißt, du kannst schon mal weg. Hey. Und diese komischen Dinger, die kommen dann hier hinten wahrscheinlich hin. Also hier mache ich dann eine hin. Und das reicht dann auch. Ja, mache ich das so. Jetzt muss ich gucken. Genau, wir brauchen noch zwei Tube. Accelerating Sorting. Ah, ein paar miese Fragmente brauchen wir da bloß. Im Miese haben wir zum Glück ein bisschen. Dankeschön. So, mal schauen hier. Das heißt, die Quelle kommt jetzt noch nach da. Genau. Das hier kommt alles weg. Das müssen wir dann gucken, wie wir das machen. Ja, müssen wir wirklich gucken. Ich würde das tatsächlich sogar denn hier drauf packen, einfach. Achso, ich sehe so noch Stackwise und ein Dinger brauchen wir auch noch, genauso wie wir auch noch Siebe brauchen. Habe ich jetzt gar nicht gedacht. Geil, gar nicht gedacht. Was haben wir denn noch da? Wir haben gar keine Injektoren mehr. Oha. Oha. Oh mein Gott. Egal, ja, jetzt haben wir ja ein bisschen. So, wir brauchen Kunststoffplatten und Schmiedeeisenbarren. Schmiedeeisenbarren haben wir. Kunststoffplatten haben wir. War das gerade dieses Baumdings? Ich hatte ihr krasse Geräusch gehört, wo ich erst ignoriert hatte und dann aber. Egal. Brauchen wir noch einen Stock? Davon haben wir ja genug im Arsch. Und wir brauchen Mese. Oh, du heiliges Mese. Alles. So, vier Stück brauchen wir.
Rest kann zurück. Und jetzt brauchen wir noch Siebe. Ich habe noch absolut keine Ahnung, wie man das so im Englischen schreibt. Verdammt. Ach so. So war das. Für ein Raum was. Alter, ist das teuer. Wollt ihr mich verarschen? War da noch zufällig noch 30 Stück irgendwo rumliegen? So rein zufällig? Oh, wir hatten so. Verdammt! Holzkiste. Haben wir noch Siebe? Nö. Nee. Warum braucht man dafür. Alter. Das ist schon. Das ist schon krank auf einem anderen Level. Das ist schon. Das ist schon. Das ist schon anders krank. Machen wir hier so ein bisschen Holz. So. Weg damit. So, dann geben wir mal hier. Na gut, das hat ja alles. Ein, zwei, drei, vier. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. So. Oh mein Gott, tut das weh. Oh mein Gott, tut das weh. Was tue ich mir schon wieder an? Dieser Schmerz ist unerträglich. Hey, brauchen wir eigentlich hiervon auch mehrere oder reicht das hier aber so? Schleifmaschine. Ich weiß halt nicht, wie aus Klasse die Dinger hier eigentlich sind. Aber die dürften alle weit unterlastet sein, ne? Ja, werden wir sehen. Wie gesagt, im Fall eines Falles haben wir hier eine einen Buffer drinne. Dürfte also nicht so schlimm werden. So, hier kommt jetzt Adjustable Vacuum Tube. Die machen wir mal auf, ich mach mal 4. Weil hier eigentlich müsste ein Radius von 3, von 2 genau reichen. Aber er kann auch hier ein bisschen so seitlich droppen. Aber eigentlich müsste auch ein Radius von 3 komplett reichen, oder? Warte mal kurz. Wenn ich jetzt ein Radius von 3 mache. Was? Ja gut, das sieht hässlich aus. Sollte aber eigentlich kein Problem sein. Oder? Doch, könnte ein Problem sein. Dann mache ich hier mal sicherheitshalber auch diese Sorting-Tubes rein. Oder, weißt du was, ich mache hier einfach die Dinger rein. So. Die sind ja eh... Ja gut, das... Ach, leck mich doch. Wieso richtet der die Dinger so komisch aus? Ja doch. Ungefähr so. So. Und hier brauchen wir eigentlich bloß so machen. Perfekt. So, kommt jetzt wieder zurück irgendwann. Hallo? Oh, ja gut, das war klar. Ja, weil die halt noch nicht konfiguriert sind, ne? So, apropos konfiguriert, genau, hier brauchen wir nur normales Kies. Das machen wir später. Erstmal sagen wir, dass alles außer Blau deaktiviert ist. Müsste ja so richtig sein, ne? Genau, Blau ist deaktiviert und Schwarz kommt nur das Zeug rein, was rein soll, was wir aktuell noch nicht haben. Deswegen lasse ich die Dinger erstmal deaktiviert und mache nur auf Reihendurchfluss. Das hat nämlich auch gleichzeitig den Vorteil, dass wenn hier was gedroppt wird und er das hier auffängt, dann kann er es gar nicht in die Richtung schicken, weil wenn er es versucht, der Blaue hier das einfach wieder zurückschickt. Weil nur der Blaue ein Ausgang ist. Ja, weil normalerweise mache ich ja immer auf der Seite den Richtungsstopper rein, dass es nicht in die Richtung kann, aber der hier fungiert quasi als Richtung zu stoppen. Also one way to hell. So, okay. Jetzt kommen die Dinger rein.
Das war klar. Ah, nee, doch, ist ja richtig. Aber ja, meint. So. Genau. Ja, ist hier natürlich. Eigentlich müsste ich hier auch überall Sorting Tubes reinmachen, die auch dann alle nur in die Richtung zeigen. Weil jetzt kann es halt immer sein, wenn hier einer rausgeht, dass er erstmal komplett in die Richtung wandert, bis hier hinten hin. Und dann erst wieder den ganzen Weg zurückgeht. Ist technisch kein Problem. Aber auf der anderen Seite ist es auch nicht schön. Wie teuer sind immer diese komischen Sorting Tubes? Ach, die brauchen Fragmente. Mache ich das oder mache ich das nicht? Ach, leck mich am Arsch. So. Brauche ich jetzt noch ein bisschen Mese. So. Wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ist das richtig? Ja, sieht richtig aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oh, ja gut, okay, das ist natürlich hier. Dankeschön. So. Ach so. So. Ah ne, Mist, der war wieder schneller. Los. Haha, jetzt war ich schneller. Gut, das heißt, die Range von 3 reicht offensichtlich aus, um Seltsachen, die hinten sind, rauszuziehen. Das heißt, es sollte für die Anlage da vorne locker passen. Gut, dann war das schon mal ein guter Praxistest. Und selbst wenn ein paar Steine nicht aufgesammelt werden. Ich meine, es sieht zwar blöd aus, wenn hier sich irgendwann 20.000 Steine ansammeln, aber ganz ehrlich, drauf geschissen. So, die müssen wir dazu konfigurieren, dass alles außer Rot deaktiviert ist. Mehr müssen wir bei denen gar nicht machen. Und damit geht alles, was hier reinkommt, automatisch nach rechts weiter und kann in keine andere Richtung gehen. Halt. Da, da, da. Höre mir nicht, ey. Ob die Erfindung der Atombombe genauso schwierig war? Manchmal frage ich mich dies. So, sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja. Wie gesagt, die beide hier sind relativ unnütz, aber sie sorgen halt dafür, dass es halt optisch schön aussieht. Was willst du machen? So. Hier kommt jetzt, ich mache erstmal Dinge hier einfach rauf. Muss ich nur gucken. Eigentlich müsste jetzt, ich könnte jetzt hier die Blumen packen. Jetzt ist die Frage, betreibt die Blume auch automatisch den unter sich? Achso, halt. Ich muss das hier reinpacken. Man kann nichts in die Ausgabe packen, ist ja hässlich. Na gut, müssen wir gucken, ob das Ding funktioniert. So, und jetzt kommst du daran. Daran. Ja, so kann man es machen. So sieht es optisch ganz gut aus. Ja. Okay. Jetzt müssen wir bloß noch die Dinger hier konfigurieren und dafür brauche ich Kies. Haben wir hier irgendwo Kies? Hier in dem Ding müsste noch Kies drin. Ja, ah nee, ist scheiße. Kies. Haben wir hier Kies drin? Achso, ja eben, Kies kommt immer gleich hier rein und wird dann gleich gesiebt. Na. Gibt's hier kein Kies? Leck mich doch am Arsch. Sprinten kann ich auch nicht, weil ich am Verhungern bin. Himmelarsch und Zwirn, ey, das ist ja hier. Wo haben wir denn Essen? Wir haben viel zu viel Stuff schon wieder im Inventar hier.
So. Voller Zoll geht nicht. Gut, das kann man wieder rein. Kies. Wir brauchen einmal Kies. Dankeschön. So. Ich meine, eigentlich müsste die Anlage jetzt schon wieder funktionieren. So die Theorie. Okay. Dann schalten wir die Geburt mal ein hier. Und warten darauf, dass irgendwas explodiert. Müsste das eigentlich alles erstmal in die Schleifmaschine gehen. Genau. Ja, doch, scheint aber so, als wenn sie mit der Menge problemlos klarkommt. Jetzt ist es natürlich so, dass die Anlage jetzt noch überhaupt nicht gefüllt ist. Ne? Das heißt, die Anlage ist jetzt gerade am Anlaufen. So, die Pipeline füllt sich gerade erst. Weil wenn die Pipeline läuft, dann erzeugen die ja hier auch wieder Keys. Mit einem gewissen Prozentsatz. Und der produziert auch wieder Cobblestone. Und das Cobblestone wird dann ja auch wieder gesiebt. Das heißt, wenn die Pipeline läuft, hast du drei Kiesquellen. Das heißt, du hast zum einen. Genau, schon wieder der fabriziert nur Cobblestone. Das heißt, die hier erzeugen nichts. Aber du hast halt die beiden Dinger, die jetzt auch schon laufen, plus das, was er produziert. Da müssen wir gucken, ob das Ding aber sieht so aus, als wenn er damit problemlos fertig werden dürfte. Er ist jetzt schon leer. Mal gucken. Aber wie es aussieht, läuft die Anlage. Einzige, was wir mal gucken könnten, ist, ob wir später irgendwann mal die Dinger hier gegen Stackwise austauschen, wobei ich nicht glaube, dass sich das lohnt. Einzige, was wir mal gucken könnten, ist, ob wir hier das Taktsignal beschleunigen, indem wir hier keine Blume nehmen, sondern mein Schaltkreis, der sich selbst antreibt. Wenn ihr wisst, was ich meine. Ja. Gut, dann haben wir das schon mal soweit fertig. Genau, Folge ist auch schon vorbei. Dann würde man sagen, sieht man die sich. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.